Ich grüße dich zu einem weiteren Zahlenvideo, nämlich über die Zahl 58. Ja, das ist eine recht angenehm wirkende Zahl. Ja, die steht für Gemütlichkeit, für Genuss, ja, für schönes Leben erleben, gediegenes Erleben. Also, es kann zum Beispiel mit der 58 darum gehen, sich möglichst, ja, ich sag mal, wohlig, sich möglichst angenehm, schön im typisch irdisch-materiellen einzurichten. Ja, ja, eigentlich für möglichst viele genussvolle materielle Momente zu sorgen, also das Materielle zu genießen. Ja, zum Beispiel das Erschaffene zu genießen. Also die 5, die steht in diesem Fall eben für das Materielle, für das Irdische, für das Bodenständige. Und die 8, die steht für Genuss, für das Schöne, für das Friedliche, für das Angenehme, Gemeinschaftliche. Ja, es ist schon in Ordnung mit der 58, wie das eben mit allen Zahlen gut ist, also zwischen 50 und 59 eben, ja, ein möglichst gutes materielles Fundament zu schaffen, gut mit Güter, Geld, Sicherheiten umgehen zu können, handhaben zu können, also ja, auch gerne damit zu arbeiten, gerne erfolgreich zu sein, zu Einfluss, zu Macht, zur Wirkung zu gelangen. Ja, 5, das typische Erfolgsprinzip, gerade auch im Beruflichen, im Irdischen, im Materiellen. Ja, das ist alles in Ordnung, aber immer wieder eben auch mit der 58, ja, einfach zu sein, eben zum Beispiel das Materielle, das Erschaffene zu genießen, Freude daran zu haben, ja, das ist auch immer mit der 8 wichtig. Also die 8, die zeigt ja hier bei der 5 oder mit der 5 zusammen, zeigt ja das Wie auf, also wie soll mit der, also wie soll mit der 5 gehandhabt werden, ja, und das ist eben so jetzt, also mit der 8 geht es darum, möglichst eben das Angenehme, das Schöne, das Genussvolle auch hineinzubringen, es harmonisch zu sein. Also, ja, du könntest auch sagen, ja, Harmonie, Frieden in das Materielle schaffen. Es ist die 58 auch eine typische Praktikerzahl, weil das sind so die Zahlen 5 bis 8, ja, also die Zahlen 5, 6, 7, 8, die stehen eben sehr stark für das Praktische, Handwerkliche, ja, so auch für das Realisierende, Umsetzende, sicher nicht für das Kopfbetonte, ja, also mit der 8, die hier, ja, färbt, die 5 färbt, ja, also die 8, die zeigt auch, dass es gut ist, ja, das Miteinander, das Kontaktende, gerade auch im Irdischen, eben das zu fördern, also vielleicht auch eine zwar typisch materielle, typisch irdische Tätigkeit auszuüben, aber immer im Sinne von, ja, Kontakten, Kontakt mit anderen Menschen zu haben, das Zusammensein, das Gesellige, eben nochmals das Genussvolle zu pflegen. Also sowieso die 5 und die 8, die sind da ein Teil des sogenannten Genussverbundes 2, 5, 8, also
solltest du neben dem Jahrgang 58 sogar noch eine 2 im Datum haben, dann ist es noch stärker, noch wichtiger, eben ja, immer wieder für genussvolle Momente zu sorgen im Leben. Es ist übrigens auch die 58 eine wichtige Gemütszahl. Ja, das kennst du selber. Übrigens in den 50er-Reihen ist das noch typisch. Also es ist einfach nebst dem irdisch bodenständig traditionellen Materiellen, dass es immer auch um Gemütsbetontes geht. Das ist besonders der Fall mit der 52, mit der 55 und mit der 58. Du weißt es, dass da die Psyche, die Befindlichkeit auch eine relativ große Rolle spielt. Wichtig deshalb auch, das gilt eben für das Seelen- und für das Körperprinzip, dass du mit der 58 eben auch gut für deine Psyche sorgst. Nicht, dass es so eine Art Kompensation, also viel Süßes, nicht, dass du zum Beispiel viel Süßes zu dir nehmen musst als Kompensation für irgendeine Psyche, die nicht so ist, wie sie sein sollte. Ja, ja, die 58, übrigens auch eben die 52 und die 55, die haben sehr, sehr stark mit dem Genussleben zu tun. Ja, da kann es schon, du kennst es selbst oder vielleicht von anderen, die entweder Jahrgang 52, 55 oder 58 haben, da kann es schon zu Übertreibungen, zu Überzeichnungen im Genussleben, ja auch eben mit Suchtmitteln kommen unter Umständen, ja, weil das stark mit dem Gemüt, mit der Psyche zu tun hat. Es ist übrigens gerade auch so, dass mit der 58, weil mit der 8 diese Zahl eine sehr starke Färbung, also eine soziale Färbung bekommt, ja, weil mit der 58 ist zum Beispiel die Soziales im Materiellen zu tun, also und eben auch eben das mit dem Gemüt, mit der Psyche. Also das ist zum Beispiel eine gute Zahl für eine Therapeutin, für einen Therapeuten, zum Beispiel Seelsorge, Psychologie, aber auch anderes. Ja, ja, die 5 hat eben auch sehr stark mit dem Glauben zu tun, ja, aber auch mit Recht und Gerechtigkeit. Darum auch mit der 58, da kann ein höherer Gerechtigkeitssinn vorhanden sein. Sowieso sind Fragen, das hat sowieso mit den 50er Zahlen zu tun, also 50 bis 59, was soll Recht, Gerechtigkeit und Ordnung in der Gesellschaft sein? Also gesellschaftliches, ja, das ist eben mit der 5 sowieso immer wichtig zu berücksichtigen. Ja? Also das darfst du auch beachten, also vielleicht auch mit der 58 eine soziale, fürsorgliche oder harmonisierende Rolle in der Gesellschaft spielen, also in der Gesellschaft irgendetwas harmonisieren, irgendetwas verbessern. Ja, könnte man also, oder man könnte auch zum Beispiel die 58 als eine Art Therapiezahl, Therapeutenzahl für das Materielle bezeichnen, genau, für materielle Dinge. Aber es hat auch zu tun mit musischem, künstlerischem, kreativem, gestaltendes, kulturellem, ja, genau. Ja, also du siehst, die 25, da geht es auch stark um das Sein, um das Schöne, einfach um das Genießen, ja, auch eben gemeinschaftliche, um das Miteinander und das Zusammen zu sein, ja, eine gemeinschaftsfördernde, eine soziale Angelegenheit, eben auch mit viel Gemüt verbunden und in dem Sinn, also es ist jetzt nicht die allerklassischste, typischste Zahl in der 50er-Reihe, um eben da, ja, ich sage jetzt mal, eben nur vorwärts zu kommen, nur Erfolge zu haben, eben da möglichst viel Geld und Güter und alles zu horten und so, sondern nein, es ist auch noch ein bisschen gemischt, also eben das Schöne, Geruhsame, das auch einfach mal nicht zu arbeiten, einfach
einfach sein, auch Party machen, in den Ausgang gehen, ja, sich dafür genug Zeit zu nehmen, das ist sicher wichtig mit dieser Zahl. Übrigens, jetzt muss ich gerade überlegen, 2 mal die 29, ja, das ist dann der Kern, 2 mal die Primzahl, da hat noch einen, ja, irgendwie hat die 58 eine so Art weiche Schale, aber einen recht lebendigen Kern. Ja. Jetzt hierfür passt jetzt meiner Meinung nach die 13 weniger stark. Es hat natürlich auch irgendwie noch damit zu tun, also wenn du das noch als weiterer Wink oder Wegweisung anschauen willst, was du eben mit der 58 tun kannst. Du kannst die 13 schon auch mit einbeziehen. Einfach nicht an erster Stelle setzen. Wir weisen ja immer wieder darauf hin, dass es keinen Sinn macht, eine Zahl von vornherein zu kürzen, weil das ist ganz, ganz wichtig, eben zuerst einmal eine zwei- oder mehrstellige Zahl, wirklich die Zahlenkräfte anzuschauen, die vorhanden sind. Aber ja, falls du das machen möchtest, also die 8 und die 5 noch zusammenzählen, ergibt dann die 13, gibt noch zusätzliche Informationen oder auch die 4, die dann daraus entsteht. Ja, selbstverständlich kannst du das in, sagen wir mal, 4. oder 5. Priorität noch machen. Du kannst jederzeit mit der 58 kommunizieren, auch wenn du nichts mit dieser Zahl zu tun hast, wenn du das möchtest, wenn du findest, ja, die 58, das gefällt mir, was mit dieser Zahl im Zusammenhang steht, ja, dann kannst du hingehen und dich mit dieser Zahlenkraft unterhalten. Ja. Okay, ich wünsche dir viel Genuss, Spaß, Freude, ja, mit der 58. Thank you.